Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Kingdoms and Castles. Auf Wunsch von OpaZockt habe ich das Spiel jetzt nochmal ausgepackt. Es gibt ein paar neue Updates. Es gibt hier oben schon ein Infrastruktur-Update, es gibt neue Wände, es gibt jetzt eine Wasserversorgung und hier gibt es auch neue Wege. Das wollen wir alles jetzt mal ausprobieren. Wir spielen auf Sommern. Ne, wir machen es ganz anders. Wir spielen alles immer auf Schwer jetzt. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier die rote Flagge, weil wegen Rot, Name von Königreich ist mir jetzt mal egal. Wir gucken jetzt mal, was wir hier haben. Als Königreich sieht es erstmal gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, hier drüben können wir gut anfangen. Wobei dort ist, wo fangen wir an? Fangen wir hier drüben an, da. Ne, wir fangen hier an. Und zwar genau da in der Ecke fangen wir an. Da müssen wir halt gucken, dass wir mit den Farmen irgendwie hinkommen. So, wir bauen erstmal unsere Burg, unseren Bergfried. Ihr seht schon, wir haben jetzt eine deutsche Lokalisation von dem Spiel. Und können das jetzt vollständig auf Deutsch spielen. So, wir richten unser Schloss in diese Richtung aus und werden dann die Karte dementsprechend auch nochmal drehen. Aber dann möchte ich eigentlich auch hier eher in die Mitte. Bauen wir da hin. So. Dann haben wir gleich genug Walz drumherum, können wir alles mit abreißen. Und das machen wir an der Stelle auch. Also deutsche Lokalisation, wie gesagt, ist dazu gekommen. Ganz viele andere Sachen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass dort im Hintergrund Updates waren, weil ich gucke eigentlich immer nach Updates über Steam. Aber dort ist das, die letzte Update-News schon ein bisschen her. Also gucken wir jetzt erstmal, wie wir damit klarkommen. So. Als allererstes müssen wir jetzt natürlich gucken, Holz ranholen, dann müssen wir ein paar Häuschen bauen, wo unsere Siedler drin wohnen können. Hier können wir überall schon mal so ein bisschen Straßen hinbauen. Und dann lassen wir die Jungs erstmal hier schön die Bäume fällen. Wir können auch ein bisschen vorspulen. So ist es ja nicht, wir hängen ja nicht fest in der Zeit. So, in die Richtung habe ich gut ausgewählt. Denke ich, Rohstoffe haben wir auch alles da, was wir brauchen. Und dann bauen wir hier erstmal komplett drumherum einen Weg. Können wir hier gerade mal weiter mit den Bäumen machen. Damit euch nicht langweilig wird. Weil den Wald, den machen wir erstmal weg. Naja, mal gucken. Wir haben ja hier noch mehr als genug Wald, wo wir nachher Förster reinsetzen können. So, dann fangen wir an. Wir brauchen erstmal eine kleine Hütte. Die richten sich selber aus, soweit ich das noch nicht. Genau, machen wir erstmal so. Dann richten wir hier auch schon mal die ersten Hütten ein. Wir können den da schon wegmachen. Und jetzt muss ich mal... Da brauchen wir schon die ersten Steine für. Das heißt, wir müssen relativ früh hier jetzt auch einen Steinbruch hinbauen. Da können wir sogar zwei Stück wunderbar hin platzieren. Machen wir noch einen da. Dann machen wir erstmal da einen hin. Da auch gerade mal Weg runter. Wir klopfen da an. Ist das wohl, ja klar, wenn die Hütten fertig sind, dann klopft das einmal. So, und dann haben wir jetzt schon 7 Siedler. Wunderbar. Und hier die nächste Reihe an Bäumen schon mal weg. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir am sinnvollsten schon mal Nahrung anbauen können. Ja, am liebsten so, dass wir direkt ein paar Mühlen drumherum basteln können. Da müssen wir jetzt aber nochmal den nächsten Sommer abwarten. So, und jetzt können wir mal die Geschwindigkeiten so runterstellen und machen wir hier oben mal die Bäumchen weg. Und da können wir nämlich die ersten Felder hinbauen. 1, 2, 3. Oh, hier passt das perfekt. Dann machen wir die auch noch weg. Und dann geht das auch schon los hier mit der normalen Straße. Die neue Straße hat die Funktion oder die angenehme Funktion, ich nenne es mal einfach angenehme Funktion, dass wir damit
unsere Siedler schneller laufen lassen können. Okay, das ist jetzt... Ja, das können wir machen so. Können wir hier einen zweiten Steinbruch hinbauen. Und ein Lager, in dem wir die Steine einlagern. 15 Bewohner haben wir schon. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon demnächst... Ne, noch nicht ganz. Wir müssen noch hier auf den Baum warten, bis der kommt. Aber was wir die Jungs noch ein bisschen schaffen. Und... da ist jetzt Versorgung. Hier kommt dann der erste Bauernhof hin. Nein, der ist Holz. Das wollte ich da jetzt nicht haben. Abreißen. Speicher können wir gerade mal. Ich setze mir hier hin, da ist nämlich die Feuchtigkeit nicht so hoch, dass wir dort irgendwas anpflanzen könnten. Und hier werden nur Steine eingelagert. Da brauchen wir noch ein Lager fürs Holz. Brauchen wir uns auch gerade mal nach hier. Jetzt ist er gegangen. Dahin, unser Cleaner hat sich gemeldet. Irgendeiner ist aus dem Teamspeak raus. Ja, weil ich es nicht nachschaue. So, dann können wir unseren Bergfried schon mal, oder Burgfried, schon mal mit Straße umrahmen. Haben wir das auch erledigt. Hier oben noch eine Straße hin. Und dann haben wir den Drachen jetzt schon gelassen. Das ist jetzt nicht so schön. Aber der greift uns im Normalfall noch gar nicht an. Wir können hier schon mal so ein bisschen mit Holzpalisaden und so zu bauen. Dann gucken wir mal, dass wir hier die ganzen Steine hier freikriegen. Und dann wollen wir hier oben die Palisade nachher lang bauen. Das heißt, wir werden ja erstmal noch gar nichts. Erstmal bauen wir uns mal einen Förster hier irgendwo in den Wald. Da könnten wir einen hinbauen. Über einen Weg eine Straße einbauen. Oder sollen wir hier unten den Forst anlegen? Ja, da wäre eigentlich sinnvoller. Gehen wir hier mal gerade rein in den Wald. Das geht ja. Einmal da. Da. Und den da auch noch weg. Und den da weg. So. Dann haben wir das schon mal. Dann muss ich mal gucken, ob ich einen Brunnen dazwischen bauen kann, für den Fall, dass es anfängt zu brennen. Dann haben wir hier schon mal Löschwasser bereit. Und die erste kleine Hütte. Da können wir auch noch eine kleine Hütte mit hinsetzen. Umso mehr Platz haben wir für neue Bewohner. So. Jetzt ist er gegangen. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Hier können wir schon das erste größere Haus bauen. Da würden wir dann in diese Richtung hier jetzt weiter gehen. Auch mal den ganzen Wald da oben noch alles weg. Da können wir auch noch wunderbar hier oben mit den Farmen was machen. Eine Mühle könnten wir auch schon gebrauchen, wenn es geht. Eine Windmühle, die geht dadurch steigern wir nämlich die Produktion. Also ich kann ja auch mal hier ein bisschen vorlesen, was da so steht. Hier zum Beispiel bei der Mühle steht jetzt hier, verbessert die Produktion anliegender Felder, beeinflusst keine Obstgärten. Aber einen Obstgarten können wir hier zum Beispiel schon mal hin basteln. So. Und dann gehen wir mal in die Industrie. Eine Eisenmine. Müssen wir uns dann hier hinten durch, aber das machen wir jetzt ja eh. Da würden hier die ersten großen Wohnungen entstehen jetzt gleich. Schaffen. Also das sind diese Reservoir-Aquädukte. Ich glaube, das können wir mal ausprobieren mit diesem Schöpfrad und so. Aber erstmal wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir unsere Stadt absichern. Aber Graben verlangsamt einfallen. Es gibt irgendwo die Möglichkeit, so die Dinger zu bauen, dass man... Da, genau, die Dinger sind. Es macht es möglich, auch Wasser zu bauen. Da brauchen wir aber Gold für. Und wenn wir Gold brauchen, dann brauchen wir eine Schatzkammer. Das ist
Hier, Bibliothek, das ist bei der Burg. Eine Schatzkammer, die braucht 50 Steine. Also da müssen wir noch ein bisschen was tun für. Oh, da wird jetzt sogar hier mit Brandgefahr angezeigt. Sehr schön. Dann können wir hier auch nochmal ein bisschen Straße bauen. Und hier unten sind sie noch nicht fertig. Okay, wir kommen mit unseren Dorfbewohnern anscheinend nicht hin. Also können wir hier schon mal das erste Haus hinbauen. So. Wir können dann gleich genug Leute einziehen. Ich weiß gar nicht, wie viel da reingehen. Das sind 12 Einwohner. Okay. Wunderbar. Ich spiele das alles ziemlich auf Speedy jetzt hier. Das ist der Speedy Gonzales-Style, den ich hier mache. So, mal gucken. Jetzt haben wir auch Gold für und Waffen. Da hat es jetzt angefangen zu fackeln. Da ist aber auch ein Brunnen. Das heißt, wir können... Ja, das haben sie schon wunderbar gelöscht. Jetzt hat sie hinten eingeschlagen. Da können wir aber noch einen Brunnen hinsetzen. Da noch einen hin. Und dann bauen wir hier auch nochmal einen. Dann sind wir da safe. Untätig ist keiner. So, dann können wir das mal mit der Versorgung. Wir brauchen auch Gold für. Okay. Die Bäckerei benötigt Weizen und Holzkohle und produziert dann Brot, lagert das Brot, bis es abgeholt wird. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie dann mehr Nahrung ergibt oder so. Das werden wir aber auch herausfinden. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sollten die Befestigung. Wir spielen nämlich auf schwer. Das heißt, die Befestigung ist schon wichtig. Ich deute das mal hier an. Felden. Wir gehen dann nachher mit den Sachen nach draußen. Jetzt hat sie hinten wieder eingeschlagen. Auch schon mal weggemacht, dann machen wir ein Steintor hin. Aber ein falsches Tor haben wir nicht. Wir können hier schon mal so. Aber ja, jetzt müssen wir die Schatzkammer jetzt bauen. Zack. Da ist unser Burgspiel hier oben nach oben gegangen. Wenn wir die Schatzkammer haben, können wir nämlich Steuern erheben und Steuern bringen. Das ist die Kleingeld, was wir brauchen. Nahrung gucken. Speicher 5200. Das heißt, wir müssen... So, Bevölkerung verhungert. Ohne Nahrung wird es bald sterben. Okay, wir müssen mehr Nahrung produzieren. Das heißt, wir werden uns jetzt hier irgendwo noch eine feuchte Stelle raussuchen. Bis hin passt. Hier oben wird es nicht passen. Da müssen wir noch ein bisschen Wald wegmachen. Schon mal hinbauen. Wo können wir jetzt am sinnvollsten noch einen Garten anlegen? Hier hinten könnten wir noch einen anlegen. Können wir aber auch das Unkraut wegmachen. Das alles hier. Alles was in den Mauern ist, machen wir einfach mal weg jetzt. So, jetzt können wir hier Steuern erheben. Steuersatz ist 2. Ich glaube, da sind wir erstmal ganz gut mit gefahren. Und dann müssen wir jetzt also der Förster. Das ist ganz wichtig, dass wir den jetzt direkt hier hinbauen. Damit wir Holz nicht mehr selber machen müssen. Da ist der Förster. Zack. Und daneben müssen wir noch einen Brunnen bauen. Für den Fall, dass uns das Ding mal abfackeln sollte. Dann kriegt das Ding auch noch ein Lager. Beseitige die Bäume zuerst, Majestät. Machen wir. So, dann kann ich hier schon mal Holzpalisaden über dem basteln. Da geht nicht. Da sind noch Bäume. Und dann können wir hier schon mal die ersten Bogenschützen hin platzieren.
passt nicht ganz mit der Mühle. Müssen wir erstmal ein bisschen Pi mal Auge alles machen. Jetzt ist er gegangen. Das mal so, den da weg. Der geht auch weg. Und dann gucken wir mal, dass wir da noch ein bisschen was an Nahrung rausholen. Also hier geht definitiv einer, da geht noch einer. Da können wir auch alles voll pflastern. Da geht noch nicht, da ist es... Oder extern bewässert. Also das mit dem Bewässern, das probieren wir auf jeden Fall aus. Im Laufe des Let's Plays. Kann ich schon die Pier bauen, geht auch schon. Da die Mauer gleich drüber ziehen. Jetzt geht's nämlich los mit Holz. Und wir sollten auch neue Häuser bauen. Expandieren ist immer gut. Ein bisschen Holz haben sie ja noch zum Fällen da. Ich würde schon gleich so ein Haus, dass wir dann wieder 12 neue Bewohner bekommen. Ich würde sagen, das ist ein Thema für die nächste Folge. Und zu der würde ich euch natürlich dann recht herzlich einladen. Das wäre dann morgen oder übermorgen. Mal gucken. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen oder wie auch immer. Je nachdem, wann ihr eingeschaltet habt. Und bis dahin von mir, wie immer, ein gepflegtes Eingang. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.